So, und damit geht's weiter mit der nächsten Runde in Planet Crafter. Jetzt ist es da. Okay, super. Seht auch alles, ihr seht auch alles. Super, okay. Ja, ich habe schon gesehen, es ist, glaube ich, so ein bisschen ein Fluch bei mir auf dem Kanal. Es läuft nur live gut irgendwie. Ich kann es nicht sagen genau warum und wieso und weshalb. Irgendwie, es ist ganz komisch, echt so. Jetzt muss ich ganz kurz mal Gedanken fortführen und erstmal. Wir wollten, glaube ich, eine Taschenlampe bauen, oder? Haben wir schon eine? Kurz mal schnell nachschauen. Moment, ich rede gleich weiter. Ne, wir haben noch keine. Okay. So, sehr gut. Einmal aus. Ne, das ist nicht ausrüsten. Das ist ausrüsten. Okay. F für Flashlight, das ist verständlich. Was haben wir sonst noch, was wir brauchen? Rucksack haben wir. Tier 2, wir können Tier 3 bauen. Warum kein Tier 3 Rucksack? Aluminium. Haben wir sowas? Einmal haben wir Aluminium. Aber leider nur einmal und keine zweimal. Okay. Ich würde sagen, wir bauen einfach mal noch ein bisschen. Ich überlege gerade, was kann ich. Abbauen geht, glaube ich, nicht, oder? Wie geht abbauen? Lass uns ganz kurz ein bisschen nachschauen. Steuerung. Konstruktion mit Q. Nee. Zugangsschlüssel? What? Ich weiß es nicht, wo abbauen ist. Aktion, linke Mausbutton oder U. Na, geht schon mal nicht. Okay. Ja, lass uns mal kurz im Metall ausleeren. Ich baue einfach noch eine zweite Kiste hin. Und genau. So. Dann können wir mal looten gehen. Und mal schauen, was noch dabei rumkommt. So, ein Teil haben wir noch drin. Das passt. Okay. Achso, Was brauchen wir noch? Wir brauchen Weltraumnahrung und wir brauchen Wasser. Gut, Wasser ist nicht so dramatisch. Aber es sollten wir trotzdem mitnehmen eigentlich. Beziehungsweise vielleicht haben wir da noch was drin. Mal kurz nachschauen. Sauerstofftanks ist schon mal ein Anfang, ja. Nimmt man mit. Okay, damit können wir schnell ein bisschen Wasser herstellen. Wie ging es? Hier ging es, glaube ich, oder? Genau. Okay. Gut, okay. Dann geht's mal Richtung Frack da hinten. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Dinger hier. Iridium fehlt uns aktuell noch. Das ist ein Problem. Und dann könnte man halt eben dieses Tier 2 Heizungsgebläse Gedönste bauen. Und das wäre natürlich dann schon mal relativ gut. Genau, was ich vorher sagen wollte, war, es ist irgendwie so ein bisschen ein Fluch auf meinem Kanal. Es läuft alles. Nee, es läuft nichts außer Flife irgendwie. Ich habe letztens ein PlanetCraft-Video geuploadet. Das hatte, glaube ich, nach einem halben Tag, oder sogar fast nach einem Tag, glaube ich, 5 Views. Und ja, irgendwie. Ich weiß es nicht warum. Aber irgendwie können wir es abbauen? Können wir auch nicht abbauen. Okay, keine Ahnung. Irgendwie, es ist echt ganz komisch. So manche Sachen laufen irgendwie ganz gut, aber der Großteil irgendwie läuft überhaupt nicht irgendwie. Ich weiß nicht warum, ich meine, vielleicht ist auch die Zielgruppe, natürlich Flife ist halt ein RPG, sowas ist hier ein, also ein MMORPG, das hier ist ein Singleplayer-Game, also nicht mal Multiplayer. Auch kein so ein Spiel, was man halt irgendwie in der Gilde zocken kann oder so. Und das ist natürlich schon echt nochmal ein anderes Ding dann einfach auch. Okay. Stoff ist, glaube ich, gut. Jetzt haben wir Alu gefunden. Das ist auch super. Sauerstoff niedrig. Wir haben einen Sauerstofftank dabei, oder? Genau. Ah, nein! Nein, 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 nein. Das sind noch die, Shit. Och nee, das sind noch diese anderen Tanks. Oh. Fuck.
Ja, das sind die Upgrades. Shit. Och Mann. Och, das ist blöd. Sauerstoffkapseln, die brauchen wir. Ach, das ist ärgerlich. Okay. Aber wir haben jetzt zumindest... Die können wir gleich mal verspeisen da. Ja, Wasserflasche nehmen wir mit. Ups. Raus mit dem, raus mit dem. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bohrer Stufe 2, das ist doch schon mal, das sind doch schon mal gute News. Das wird auf jeden Fall den Fortschritt nochmal gut boosten. Ich hoffe, dass wir nicht wieder irgendwelche exotischen Materialien wie Iridium oder so dafür brauchen. Könnte passieren, aber ich hoffe nicht, dass es so ist. Und naja, müssen wir mal schauen. Mann, Mann, Mann. Ich weiß nicht, was ich noch sonst da verloren habe. Ich glaube, Stoff habe ich einmal verloren, oder? Ich glaube schon. Kann man die hier nicht irgendwie ausrüsten? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Naja. Wie dem auch sei. Also der Sauerstoff geht wirklich super schnell runter. Ich weiß nicht so genau, wie das so gibt. Naja, gut, okay. Später kann man halt einfach überall hinlaufen, weil dann der Planet grün ist. Aktuell ist der Sauerstoffgehalt einfach sehr gering in der Atmosphäre. Das wird es dann wahrscheinlich ausmachen. Wird wahrscheinlich generell einen großen Unterschied machen. Genau. Ah ja, hier ist mein Loot. Super. Ah ja, wir haben glaube ich wieder alles, mehr oder weniger. So, jetzt aber hier rein und ein bisschen Gas geben. Ich brauche hier irgendwas dafür. Na super. Und hier auch. Na ideal, okay. Das heißt, wir kommen hier nicht rein. Das war quasi jetzt umsonst, das Ganze. Ich fand nur ein paar Materialien und so. Das, glaube ich, macht immer noch ein bisschen Sinn. So. Warum ist alles überstrahlt? Das ist nicht normal. Okay, aber wir haben jetzt auf alle Fälle schon eine kleine Herausforderung, dass wir irgendwie mal Iridium auftreiben müssen. Also ich vermute halt, wir müssen... Kisten vielleicht finden? Waren wir da schon drin? Ist da was? Ist da was vielleicht? Ne, schauen wir nicht. Leider nein, okay. Ich will nicht drin stuck werden oder so, das wäre jetzt echt unlucky. Map gibt es auch noch nicht. Ja, wir können einfach ein bisschen weiterlaufen und schauen, ob wir halt was finden. Eis? Ja, irgendwie hat Eis so ganz komischen Shader irgendwie drauf. Warum auch immer. Ah ja, okay. Bohrstufe 2 sind ganz billig. Da bin ich mal gespannt. Genau, Fallschaden gibt's, aber nicht viel. Die Kiste haben wir schon. Ansonsten, also ich weiß es gar nicht, wie groß das die Welt ist, ob die halt so prozedural generiert wird oder ob die halt irgendwie anderweitig begrenzt ist. Das weiß ich jetzt leider nicht. Ja, ist ja gut. ja, müssen wir einfach mal schauen. Okay, hier liegt sehr viel Stuff rum. Magnesium, Eis. Ja, also ohne Iridium haben wir halt echt ein Problem. Also wir brauchen halt selbst für den kleinen... für die kleine Sache brauchen wir halt Iridium. Und... Oh, was haben wir hier? Was? Goldenes Ei? Goldene Stahl... Oh! Uran? Goldenes Samen... Sauerstoff... Wow! Den nehmen wir definitiv mit. Okay. Iridium ist hier eins dabei. Hätte ich fast übersehen. Super, sehr, sehr gut. Okay. Sind nicht mal weit davon entfernt von unserer Basis.
Okay, also diese Dinger sind nice, okay. Die sind sehr geil. Genau, wofür man das andere braucht, weiß ich noch nicht, aber wir werden es bald rausfinden, wahrscheinlich. Genau, mehr Sauerstoffproduktion ist natürlich auch super und ich meine, nachdem wir das Ding jetzt gefunden haben, glaube ich, wird es relativ easy. Genau, blauer Himmel, denke ich mal, wäre dann auch gleichzusetzen mit irgendwie einer Atmosphäre. Na komm, lass mich drüber. 7K Terraforming Index schon, das ist echt ziemlich nett eigentlich. So, wir könnten noch immer kein Ding bauen. Aber jetzt geht's hier mal los. Magnesium und Eis. Achso, erstmal auslagern. So, Magnesium. Magnesium und Eis. Warte, vielleicht sollte noch ein Eis. Shit. Und wir haben kein Eis mehr. Nein. Kurz nochmal nachschauen hier, okay, wir brauchen wirklich 2 Iridium dafür. Aber die kriegen wir da aktuell nicht wirklich, glaube ich. Nicht so einfach zumindest. Ah, blöd. Naja, bauen wir erstmal kurz die Dinge und dann produzieren wir Sauerstoff bis zum Umfallen. Aber wir sehen auf alle Fälle schon mal, dass dieses goldene Ei da eben sehr hier am Rand platziert wurde. Das heißt, ja, da wissen wir zumindest, was los ist dann. So, was haben wir aktuell noch? Wir haben 4,65 ppq pro Sekunde. Goldener Samen. Es wächst einfach instant. Alter. Jo, 11,85? Warte, was ist Sauerstoff? Was bringt uns das? Oh, Sauerstoff, okay. Ah ja, okay, das geht relativ schnell. Heizungsstufe 3. Okay. Exoskelett. Ist ja cool. Okay, was wollten wir gerade noch bauen? Irgendwas aus... Ach genau, Bohrerstufe 2. Let's go. Oh, Ding wird immer größer. Sollen die auf Plattformen vielleicht bauen? Keine Ahnung. Vielleicht ist es Verschwendung. Vielleicht. Super. Ja, toll. Kann man das abbauen? Warum kann ich denn hier nichts abbauen? Das verstehe ich nicht. Okay, wir bauen hier einfach mal hier an. Oh, Energie niedrig. Ach, die bringen auch Wärme und Luftdruck. Okay, das ist gut. Wir brauchen auf alle Fälle nochmal Solarzellen. Dann brauchen wir ein Eisen. Natürlich findet man so schnell gerade kein Eisen. Eis ist auch gut. Hier ist Eisen, oder? Nee, ist Lithium. Magnesium nehmen wir auch mit. Da ist Eisen. Genau. Also da ist hier irgendwie auch gefühlt keine Tag-Nacht-Zyklen gibt, denke ich mal, könnten wir einfach ein bisschen eskalieren und sagen, so, ja, okay. Kacke. Da komme ich rauf, okay. Einfach Solar-Only bauen. So, super. Okay, was haben wir jetzt aktuell? Wir haben... Oh, Leute, Terraforming-Index geht hoch ohne Ende. Luftdruck, Wärme, okay. Ja, Wärme haben wir zumindest das kleine Fortschritte. Sauerstoff geht krass nach oben. Okay, Doppelbett, Vorratsschrank. Na gut. Bohrerstufe 2, Bohrerstufe 3 kommt ab. Erzextraktor. Oh, das ist ja cool. Blumenverteiler. Ah ja, gut zu wissen. Sehr gut. Luftdruck, was macht ein Luftdruck überhaupt? Ich habe vergessen, wie man den kriegt. Waren das doch die Bohrer? Bohrer waren ein Ding, oder? Luftdruck? Ja, genau, okay. Gut, bauen wir noch vielleicht mal einen großen Rucksack aus Alu. So, großer Rucksack. Oh oh, oh oh.
Ah, shit, nicht schon wieder. Boah, ich hoffe, dass das nicht irgendwie in die Basis fliegt oder so. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Flachs gibt. Die hätte ich auf alle Fälle gerade ganz gern. Aha. Der kommt ein bisschen nah, aber fliegt über uns drüber zum Glück. Lass uns mal kurz verfolgen, oder? Kriegen wir den? Nee, okay, ist glaube ich. Da kommt, glaube ich, nichts bei rum. Okay. Alter, wie das ausschaut. Ich dachte, vielleicht da gibt es irgendwie auch Loot oder so. Keine Ahnung. Alter. Oh. Ungünstig. Okay. Lass uns mal kurz irgendwie an die Wasserflasche. Haben wir schon, okay. Hier geht irgendein Alien-Planet auf, auch cool. Diese blöden Meteoriten hier sind echt nervig. Okay. Wir holen uns mal. Ja, wir können mal kurz hinten zur Küste hinlaufen. Die sieht man sogar von da, lol. dann holen wir uns noch den Rest. Und genau, die besseren Wasserstofftanks, Sauerstofftanks holen wir uns noch. Also die craften wir uns dann, meine ich. Und da bin ich recht gespannt. Also was er noch so für uns bereithält. So ein bisschen macht es halt einfach echt Spaß. Irgendwie klar, ist natürlich immer so ein bisschen was anderes, wenn man halt das Ganze kommentiert und halt eben spielt und so. Natürlich wäre auch schön, wenn halt einfach ein paar mehr Leute zuschauen würden, aber das kann man natürlich nie sich, also man kann sich's wünschen, aber warum ist dieser Stock finster? Ist überhaupt nichts mehr. Hier ist es, okay. Rechtsklicken zum Bauen. Naja, interessant. Okay, na dann, ab zurück zur Basis. Und bauen wir jetzt erstmal diese Sauerstofftanks, glaube ich, sind. Ah, warte mal, hier, da kam doch was runter. Kobalt, hatten wir schon Kobalt? Das hat doch Effekte. Ich dachte mir, das hat keinen Effekt. Oh, das ist cool. Das ist sehr cool. Vielleicht können wir da irgendwie doch Iridium mal so finden. Okay. Aber unsere Solarzellen laufen trotzdem. Also das ist echt bewundernswert. Alter, der TI, das steigt, das ist brutal. Oh. Puh, not even close. Sauerstofftank Stufe 3. Aber nur Silizium. Ja, okay. So. Okay, 280 Sauerstoff ist es auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Aber ja, immerhin. Uah, shit. Ich wollte gerade nur anders anordnen. Ja, super. Also Exoskelett. Zack, zack, zack. Mann. Achso, Inventar voll, okay. Hä? Das hat letztens nicht. Okay. Ja, scheiß drauf, die Anordnung. Dann halt eben nicht. Okay. Was haben wir hier? Konstruktion. Zerlegen, aber wie funktioniert das denn? Wird für die Verwertung von Frax benötigt, aber das haben wir doch probiert, das ging noch nicht. Verstehe ich nicht. Ah ja, das ist schon mal cool. Ah, shit, komplett verkackt. Ah, das Ding kann wieder abreißen? Bauen wir es mal irgendwie so. Ja, einfach so drüber, oder? Perfekt. Goldene Statue. Super. So, mal kurz ein bisschen Crap auslagern da. Welches Samen. Okay, Uran, glaube ich, könnte auch wichtig werden. Das können wir droppen. Okay. Brauchen wir das Sauerstofftanks? Zweimal Kobalt, natürlich. Okay, dann zoomen wir noch ganz kurz mal hinten das Feld ab. Sorry, Stimme. Genau, wir zoomen einfach noch mal kurz
ob es da irgendwas gibt in diesen Trümmern, also in diesen Meteors. Vermute mich schon, dass es da irgendwie so ein paar, vielleicht auch wertvolle Sachen gibt. Wird zumindest irgendwie Sinn ergeben, also. Ja doch, da sollten eigentlich wertvolle Sachen drin sein. Da ist noch eine Kiste, die habe ich aber nicht gelootet. Wait, haben die sich aufgelöst? Hä? Wie jetzt? Hä? Du warst doch gerade auch hier? Oh, sind einfach zum... Lol. Ich bin offiziell verwirrt. Und hinten ist noch mehr, okay. Da liegt doch was Besonderes, oder? Sind das Steine? Nee, es sind Steine, okay. Da hinten geht's auch weiter, okay. Ich sehe genau abscannen mit den Augen. Kiste, nee, die Kiste glaube ich. Hier ist doch. Verstehe ich nicht. Oh, lol. Okay. Also, hier liegt halt wirklich einfach Loot rum, warum auch immer, keine Ahnung. Kann man machen, glaube ich. Okay, ja, nehmen wir einfach mal mit. Genau. Ja, also das Thema mit Iridium ist halt noch immer nicht durch. Wir können vielleicht mal kurz schnell... Nee, warte mal, lass das mal ausleeren. Das ist sinnvoller. Und ja, irgendwie schon, das ist ein kleines... so ein kleines Abenteuer, danach da hinten will ich schon noch starten. Weil wir brauchen halt echt noch irgendwie ein Iridium wenigstens. Weil unsere Wärme, die Wärmesituation ist echt nicht so super irgendwie. Und ja, so wie ich gesehen habe, öffnet es dann doch einige Wege oder einige Tore dann für uns. Was können wir noch bauen? Nichts von Bedeutung irgendwie. Gefühlt zumindest. Aber wir können halt nochmal ein Wohnmodul bauen. Beziehungsweise erstmal hier eine Plattform. So, dann Wohnmodul. Genau, perfekt. Ja. Gefällt mir. Vielleicht irgendwie auch mal so eine Treppe oder so. Nahrungszüchter, das ist sehr gut. Ich überlege gerade nur, wie wir es am besten bauen. Na komm. Vielleicht so irgendwie erstmal. Gott, das ist echt ein bisschen clunky teilweise. So. Das ist nicht, wie ich wollte, aber das ist auch okay. Bauen wir vielleicht hier noch einen Eingang rein? Kann man nicht? Okay, auch gut. So, Nahrungszüchter. Sehr gut. Alu, Eisen und Wasserflasche. Okay. Eisen haben wir schon mal. Ah, du fehlt natürlich wieder. Das ist ganz normal. Ist immer so. Alu ist aber auch ein bisschen rar wieder. Ja gut, suchen wir erstmal noch schnell da hinten ein bisschen die Gegend ab. Und wer weiß, vielleicht finden wir auch Alu oder so dazwischen. Kann ja sein. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Da noch gar nicht. Könnte. Hier ist auch was eingeschlagen, sehe ich gerade. Gar nicht weit von unserer Basis. Titan ist gut. Wir können hier nichts irgendwie abbauen oder so. So, hier sind auch wieder, glaube ich, Drops, die einfach rumfliegen. Wortwörtlich fliegen. Ich suche generell mal auch die Ränder wieder ab. Wir haben safe irgendwas versteckt. Hier, das sieht auch so natürlich aus.
Vielleicht kann man es später irgendwie öffnen oder so. Könnte ja sein. Nee, erstmal nicht wirklich. Nee. Sonnenkollektoren. Ich habe gerade irgendwie Balkonkraftwerk gelesen, warum auch immer. Keine Ahnung. Ich habe gerade was dazu durchgelesen. Irgendwie von Aldi und so. Ah, da hinten ist ein Loot-Container. Super. Vielleicht ist da Iridium drin. Also ein bisschen schade, dass man halt Iridium nur durchs Looten bekommt. Es macht gewissermaßen Sinn, aber ist trotzdem auch ein bisschen schade. Iridium. Jackpot. Ah, shit. Gehen wir mal noch einen kleinen Sneak Peek, was noch so kommt. Was ist das hier? Holz? Hier war der Arche Noah. Weil das ist ja alles ein bisschen feindlicher, die Umgebung. Wow. Okay, das ist definitiv ein anderes Biom. Und plötzlich fühlen wir uns relativ klein irgendwie. Warte mal, ich glaube, ich habe gesagt, es gibt keine Gegner oder so, oder? Oh, da ist was. Die Frage ist halt, ob wir gerade Content skippen, wenn wir jetzt einfach da schon durchrushen. Sauerstoff. Shit, wir haben... Blöd. Okay, wir gehen zurück. Wir riskieren jetzt nicht zu viel. Das wird, glaube ich, auch ein bisschen blöd. Aber ja, das ist recht interessant. Also, es gibt dann doch einiges zum Entdecken. Finde ich nett. Genau, bisher aber keine Kiste oder so gefunden wieder. Keine goldene Kiste. Ich meine, klar, kann man auch nicht immer finden. Aber natürlich, man freut sich drüber. Hier irgendwelche Risse im Berg drin, okay. Schon ganz genau. Jeden Quadratmeter schauen wir uns an, wo halt vielleicht irgendwas spawnen könnte. Okay, aber wir haben jetzt wie gesagt unser zweites Iridium. Damit können wir eben die Heizung bauen. Und ich glaube, die Heizung bauen wir jetzt auch als nächstes nach draußen. Das ist total behindert eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. So, früher haben die Eltern so gesagt, so, ja, du heizst wohl auch für draußen und so. Und jetzt so, ja, ich heiz draußen. Vielleicht sollten wir auch erstmal das andere Areal da hinten abgrasen und einfach mal schauen, dass wir noch alles mitnehmen. Ich glaube, das wäre vielleicht auch ein bisschen sinnvoller. Und ja. Aber schau mal, was wir schon an Fortschritt gemacht haben. Wir haben schon 20k TI jetzt erreicht von 175k. Das heißt, wir machen echt guten Fortschritt. Auch wenn ich glaube, dass wir ein bisschen mehr Glück als Verstand haben. Aber, ich meine, es ist halt wie es ist. Wir haben jetzt kein Wasser dabei, kein Eis dabei. Da ist Eis. Okay. So, Nahrungszüchter, achso, genau. Iridium und Aluminium. Haben wir kein Alu? Haben wir Alu? Haben, glaube ich, keine Alu mehr, oder? Blöd. Na gut, okay. Hier kann man nicht sortieren, lol. Schade. Naja, gut. Dann verlegen wir das Ganze einfach aufs nächste Mal. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.